Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende und liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir begrüßen heute den Publizisten Jakob Augstein bei uns. Mit seinem Namen, seiner Herkunft, löst er ideal den kleinen geheimen Untertitel dieser Ringvorlesung ein, nämlich Augstein Lectures, in Anlehnung an die von mir bekleidete Stiftungsprofessur. Diese Professur wurde nämlich im Jahre 2006 von den Erben des Spiegelgründers Rudolf Augstein an der Universität Hamburg gestiftet. Jakob Augstein als Vorstand der Familienstiftung hat sich damals dafür von unserem früheren, jetzt emeritierten Kollegen Professor Weichenberg gewinnen lassen und es damit überhaupt möglich gemacht, dass damit eine in Deutschland einmalige Professur für die Praxis des Qualitätsjournalismus ins Leben gerufen werden konnte. Die Universität Hamburg hat Jakob Augstein und seiner Stiftung also viel zu verdanken. Umso schöner, dass er heute Abend bei uns ist. Und umso gespannter blicken wir auf das, Herr Augstein, was Sie uns heute Abend zu sagen haben. Sprechen wird unser Gast gleich zu der Frage, haben wir Grund, uns zu schämen von der notwendigen Selbstkritik der Journalisten? Bevor er beginnt, möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, das publizistische Wirken von Herrn Augstein vorstellen. Geboren 1967 hier in Hamburg, studierte Jakob Augstein in Berlin ab 1989, später dann auch in Paris, Politikwissenschaft sowie Germanistik und Theaterwissenschaft. Er schloss als Diplom-Politologe ab und absolvierte ein Zeitungsvolontariat. Von 1993 bis 2003 arbeitete er für die Süddeutsche Zeitung, zeitweise auch als Verantwortlicher für die Berlin-Seite der SZ, die es heute nicht mehr gibt. Im Jahr 2008 kaufte der Journalist Augstein die Wochenzeitung Der Freitag und wurde damit zum Verleger. Mitverleger ist Herr Augstein übrigens auch beim Spiegel, gehören den Erben Rudolf Augsteins doch 24% des Verlags. Beim Freitag übernahm Jakob Augstein später auch die Chefredaktion des Blattes, das unter anderem für die wichtige Inhalte mitgestaltende Community, Online-Community bekannt ist. Neben seinen Aufgaben als Herausgeber und Chefredakteur steuert Herr Augstein fortlaufend auch als Autor viele Meinungsbeiträge und Interviews zur in Berlin erscheinenden Wochenzeitung bei. Jakob Augstein ist als meinungsstarker Publizist vielfach präsent in vielen Medien und auf vielen Plattformen. Bereits seit Januar 2011 läuft auf Spiegel Online seine Kolumne Im Zweifel links und auch im gedruckten Spiegel ist er regelmäßig zu lesen. Seit ebenfalls 6 Jahren gibt es auf Phoenix ein politisches Talkformat, in dem sich Herr Augstein allwöchentlich mit Nikolaus Blome über ein aktuelles Thema auseinandersetzt. Das gibt es übrigens auch auf YouTube zu sehen, überhaupt die sozialen Netzwerke. Auch die weiß Herr Augstein weitlich für sich zu nutzen und ist dort erfolgreich. 48.000 Abonnenten bei Facebook und 114.000 Follower bei Twitter. Nicht zu vergessen die Bücher. Als Buchautor ist Herr Augstein vor allem mit 2 Titeln hervorgetreten, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Die Tage des Gärtners, vom Glück im Freien zu sein, 2012 und ein Jahr später Sabotage, warum wir uns zwischen Demokratie und Kapitalismus entscheiden müssen. Jakob Augstein wurde für sein publizistisches Werk 2012 mit einer besonderen Ehrung beim Bert-Donnep-Preis ausgezeichnet. Das ist ein Preis für Medienpublizistik, also ein Metajournalismus, der über Journalismus urteilt. Womit wir, Herr Augstein, zurückkehren in die Hamburger Ringvorlesung, Lügenpresse. Und die Frage, Herr Augstein, haben wir Grund, uns zu schämen? Bitte schön. Nach den strengen Compliance-Regeln dürfte ich hier natürlich gar nicht sprechen. Jetzt wird man wahrscheinlich bei Twitter sagen, ich hätte mir diesen Auftritt gekauft über Stiftungsgelder oder irgend sowas.
Aber nicht mehr, nachdem Sie diesen Vortrag gehört haben. Keine Sorge. So, im Gegenteil, dann wird man sagen, ich hätte einen AfD-Vortrag gehalten. Also, guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie mich eingeladen haben, dafür, dass Sie mir zuhören wollen. Ich habe am vergangenen Samstag eine Mail bekommen, die war an mehrere Empfänger zur gleichen Zeit gerichtet. Den Absender kannte ich nicht. Da stand Mart Hart, keine Ahnung, was das bedeutet. Unter den Empfängern waren sehr viele Spiegeljournalisten. Und ich selber habe gar keine Spiegeladresse, der hat mich also über meine Freitagadresse erreicht. Und in der Mail stand nur der Satz: Spiegeljournalisten, schämt ihr euch eigentlich? Das fand ich interessant, da war ich richtig dankbar, weil ich ja wusste, dass ich heute genau diesem Thema hier reden soll. Also habe ich ganz neugierig nachgefragt, wofür denn? Weil ich dachte, ich bekomme jetzt irgendwie hilfreiche Hinweise hier für heute. Und dieser Mart Hart hat dann zurückgeschrieben, für euren Volksverrat natürlich, du dreckige linke Ratte. Da habe ich dann nicht noch weiter nachgefragt. Ich finde aber, dass dieser Mailschreiber recht hat. Auf eine andere Weise, als ihm klar ist und als ihm lieb sein dürfte, aber er hat recht. Wir Journalisten alle, ja, nicht nur die des Spiegel, sollten uns schämen. Und tatsächlich, man kann uns sogar Volksverräter nennen. Ich würde das Wort nicht benutzen, aber ich weiß schon, was er meint und ich finde, der Begriff trifft. Wollen Sie jetzt von mir noch eine weihevolle Rede über die Demokratie hören, dass wir sie bewahren müssen und wie wichtig die Medien dafür sind? Über Werte, Freiheit, Liberalismus, das Erbe des Westens und dass wir das verteidigen müssen gegen die Anbrandung der autoritären Bedrohung, über Putin, Islamismus und die AfD, über das Schimpfwort Lügenpresse, über das Schlagwort Fake News und wie wichtig es ist, sich den Begriff Wahrheit nicht kaputtreden zu lassen. Dann muss ich Sie enttäuschen. Ich will solche Reden weder hören noch halten. Erstens ist mein Bedarf daran wirklich gedeckt. Hatte ich schon, brauche ich nicht mehr, danke. Und zweitens glaube ich Sie auch nicht mehr. Ich gehöre nämlich leider zu jenen, in die der Spaltpilz des Zweifels seine Sporen gesetzt hat. Demokratie, Westen, Wahrheit. Ich beglückwünsche Sie, wenn das noch Worte sind, die Ihnen so ohne weiteres über die Lippen gehen und zu denen Sie noch ein ungebrochenes Verhältnis haben. Mir geht das nicht so. Mir zerrinnen Sie zwischen den Fingern, wenn ich versuche, danach zu greifen. Die Debatte, die Sie hier führen im Rahmen Ihrer Vorlesungsreihe zur Lügenpresse, die beschäftigt mich schon auch, aber vielleicht anders als manche von Ihnen. Sie führt bei mir nicht zu einer Rückbesinnung auf das Schöne, Gute, Wahre des Journalismus. Ich habe neulich etwas gelesen und festgestellt, ich bin genau der gegenteiligen Meinung von dem Zitat, das ich Ihnen jetzt sage. Zitat: Geistes- und Kulturwissenschaftler haben viel zu fahrlässig den Begriff der Wahrheit in einer erkenntnistheoretischen Debatte aufgelöst und die Vorstellung verbreitet, alles und jedes sei nur ein Konstrukt. Das war, wie man heute sagen muss, eine postmoderne Idiotie. Nun müssen wir anerkennen, dass antiautoritäre und irgendwann ins Beliebige driftende Spiel mit den vielen Wirklichkeiten, das gerade noch so wahnsinnig schick erschien, ist nichts für ernste Zeiten und den Eskalationsfall global zirkulierender Gerüchte. Wir brauchen den Begriff der Wahrheit im öffentlichen Diskurs. Zitat Ende. Das stammt von einem Medienwissenschaftler, ich sage jetzt den Namen nicht, Sie waren es nicht. Und ich halte es für falsch. Ich werfe den Journalisten gerade vor, dass viele von ihnen viel zu lange und viel zu hartnäckig an der Vorstellung festgehalten haben, sie seien im Besitz von Wahrheit. Dass sie darauf beharrten, sie hätten einen privilegierten Zugang zu Wahrheit. Dass sie nicht kategorial unterscheiden wollten zwischen dem, was sie selber für die Wahrheit halten und dem, was sie gerne zur allgemeinen Wahrheit machen wollen.
Damit falle ich mit dieser Einstellung für das Gewissheitslieferantengeschäft leider aus. Aber vielleicht bin ich umso besser geeignet für das Thema dieses Vortrags. Haben wir Grund, uns zu schämen von der notwendigen Selbstkritik der Journalisten? Also Grund zur Selbstkritik gibt es immer, nicht? Die haben wir alle. Aber wenn ich mir unsere Zunft ansehe, zu der ich ja selber gehöre, dann würde ich eben doch diesen Schritt weitergehen und sagen, es gibt auch Grund zur Scham. Und ich freue mich über dieses Wort Scham im Titel. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das so zu formulieren. Ich habe es ja vorgefunden. Ein schönes Wort, Scham. Im Deutschen ist es zuallererst mit der Vorstellung körperlicher Nacktheit verknüpft, die nicht gesehen werden will. Nicht? Die Scham ist das, was man verhüllt. Die dazugehörige Geschichte hat sich, wie Sie wissen, im Paradies abgespielt, als die Schlange auf den Baum der Erkenntnis zeigte und zu Adam und Eva sagte, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Sie aßen davon und sie schämten sich. Wenn ich mich umsehe, dann stelle ich fest, die meisten Journalisten schämen sich gar nicht. Sie haben also noch nicht gegessen. Sie haben noch nicht bemerkt, dass sie nackt sind, aber, und das ist der Unterschied zu Adam und Eva, Journalisten glauben schon vor dem Essen, dass sie genau wissen, was gut und böse ist. Die Schamesröte würde es ihnen erst ins Gesicht treiben, wenn sie sich klar machen, dass ihre Nacktheit gerade darin besteht, dass sie es eben nicht wissen. Ihre Nacktheit liegt in ihrem Nichtwissen über ihre eigene Täuschung. Wenn man jetzt diese Metapher hochdrehen will, könnte man fragen, wer ist die Schlange, die den Journalisten den richtigen Tipp gibt? Und was wäre der Apfel? Ich bin inzwischen alt genug, meine Umgebung mit langweiligen Geschichten von früher zu erfreuen und frage Sie deshalb, ob Sie sich noch an Tom Kummer erinnern. Das war der Reporter, der mit gefälschten Interviews aufgeflogen ist. Und als er stürzte, riss er die damalige Chefredaktion des SZ-Magazins mit sich. Einer der Kollegen ist jetzt Chef der Welt. Daran sehen Sie, wie tief der Fall war. Und jedenfalls wurde damals, das war im Jahr 2000, in der Süddeutschen Zeitung auf einmal unheimlich viel über journalistische Standards geredet und über das Phänomen des sogenannten Borderline-Journalismus. So fein hat man das damals formuliert. Mich wunderte das sehr, denn ich fand irgendwie, dass es gar nicht so viel Gesprächsbedarf hätte geben dürfen. Ich meine, ein Interview, das nicht stattgefunden hat, das ist gefälscht und fälschen soll man nicht und Ende der Durchsage. Also Fake News, Fake Interviews, was soll's. Aber das Thema beschäftigte die Kollegen unheimlich. Vor allem im Parlamentsbüro wurde sehr viel und sehr, sehr streng darüber gesprochen. Also gerade dort, wo die härtesten der harten Nachrichten erzeugt und gehandelt werden. Die Kollegen waren derart aus dem Häuschen, dass mir ein Verdacht kam. Ich hatte nämlich immer schon eine Schwäche für Laienpsychologie. In diesem schrägen Vogel Tom Kummer haben sie ihren eigenen Dämon erkannt. Und nichts muss vernichtender bekämpft werden als der eigene Dämon. Und dieser Dämon hat einen Namen, Wirklichkeitsmanipulation. Dieses Wort stammt nicht von mir, sondern von Stefan Lebert, Kollege von der Zeit, früher auch Süddeutsche. Der hat nämlich in der Zeit neulich einen Artikel geschrieben, den man, glaube ich, selbstkritisch nennen kann. Da steht, dass die Journalisten viel zu wenig dagegen unternommen hätten, dass mächtige Interessengruppen andauernd ihre jeweils eigenen Versionen von Wahrheit in die Welt setzten. Lebert schreibt, wir Journalisten sind Teil des Establishments geworden, es ist Zeit, das zu ändern. Und die Leser und Zuschauer registrierten, dass die Journalisten ihre Rolle als Kontrolleure und unbestechliche Beobachter mehr und mehr verloren. Man wollte zu den Eliten gehören, also wurde man auch so wahrgenommen. Ich glaube, das trifft zu. Ich glaube aber, anders als der Kollege Lebert vermutlich, dass es sogar unvermeidlich so ist, dass aber die Journalisten den Fehler gemacht haben, nicht in ausreichendem Maße darauf hinzuweisen, auf diese Wirklichkeitsmanipulation. Der Satz dieses Medienwissenschaftlers von eben, ja, wir brauchen den Begriff der Wahrheit im öffentlichen Diskurs, den halte ich für echt gefährlich, denn wer mit dem Begriff Wahrheit operiert, wird zwangsläufig auch auf ihn hereinfallen. In der Darstellung von Wirklichkeit kann Wahrheit
niemals absolut entstehen, sondern immer nur annäherungsweise. Wahrheit liegt vielleicht in den Dingen, das ist dann Ihrem philosophischen oder religiösen Grundverständnis überlassen, aber sicherlich nicht im Reden über die Dinge. Wenn wir den Begriff der Wahrheit benutzen wollen, dann bitte immer nur in der Eigenschaft als allgemein anerkannter Konvention. Der Unterschied ist wichtig, denn darin steckt die stete Möglichkeit der Korrektur. Viel zu viele Journalisten aber machen dauernd den Fehler, an ihre eigenen Wahrheiten wirklich zu glauben oder eben an die der anderen. Ich würde sagen, wir erleben gerade, wie uns dieser Fehler um die Ohren fliegt. Warum reden Sie hier über Lügenpresse? Warum laden Sie mich ein, über Scham zu sprechen? Journalisten sind keine Therapeuten, bei denen ständige Supervision obligatorisch ist. Ja? Also Journalisten fangen erst dann an, sich selbst zu hinterfragen, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Wir befassen uns nur kritisch mit uns selbst, wenn es uns schlecht geht. Und es geht uns schon ziemlich schlecht. In der Süddeutschen Zeitung habe ich vorgestern gelesen, dass die Washington Post im Internet 8 Stellen ausgeschrieben hat. Das war eine Triumphmeldung, um die Stärke des klassischen Journalismus zu unterstreichen. 8 Stellen, um Himmels Willen. Neben allen anderen Gründen für die Krise des Journalismus, der Zeitungen, der Verlage, die Sie alle auswendig kennen und über die wir jetzt hier nicht reden müssen, gibt es eben einen, der viel zu selten genannt wird und den ich für den eigentlich spannenden halte. Denn es ist der Grund, der echt wehtut. Es ist der Verrat an der Sache. Ich sage jetzt an der Sache und nicht am Volk, wie der Mailschreiber von vorhin. Andererseits könnte man sagen, das Volk oder moderner die Gesellschaft, ist das nicht auch die Sache des Journalismus? Und wenn wir jetzt hinhören, und da brauchen wir gar nicht so feine Ohren, dann merken wir im Volk rumort es oder, falls Ihnen das lieber ist, die Bindungskräfte der Gesellschaft erlahmen. Und ich glaube, was wir da hören, das ist die Paradoxie der Gegenwart, nämlich, dass die Eliten die Früchte der Globalisierung ernten und der Rest der Leute, der soll halt zusehen, wo er bleibt. Deutschland ist ein ungerechtes Land. Sie sitzen jetzt hier, Sie können nicht so ohne weiteres weglaufen, deshalb langweile ich Sie jetzt mit Statistiken. Die müssen Sie sich aber einfach mal reintun, weil wir Journalisten Ihnen diese Statistiken viel zu selten präsentiert haben. 1970 besaß das oberste Zehntel der Westdeutschen 44% des Nettogeldvermögens, 2011 waren es 66%. Die von der Masse der Menschen getragenen Lohn-, Umsatz- und Verbrauchssteuern ergeben 80% des gesamten Steueraufkommens. Die Unternehmens- und Gewinnsteuern machen nur 12% aus. 8 Millionen Menschen leben von Niedriglöhnen, 6 Millionen arbeiten für unter 8 Euro, 12 Millionen leben an oder unter der Armutsgrenze und 25% der Beschäftigten in Deutschland haben sogenannte prekäre Jobs, Leiharbeit, Zeitarbeit, Werkverträge, Praktika. Jeder zweite neu zu besetzende Arbeitsplatz in Deutschland ist befristet. Die deutsche Wirtschaftsleistung stieg zwischen 1991 und 2013 pro Kopf um 29%, aber das reale Nettoeinkommen für einen mittleren Haushalt nur um 8%. Die unteren 30% der Haushalte verdienten 2013 netto nicht mehr als 1991. Diese Zahlen sind echt erschütternd. Als er über das Verhältnis von Reichen und Armen sprach, hat der Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler vor ein paar Jahren gesagt, es bleibt bisher eine offene Frage, weshalb sich nur geringer Widerstand gegen die maßlose Einkommens- und Vermögenssteigerung regt. Das war vor dem Aufkommen der AfD. Dabei musste Wähler doch damals eigentlich die Antwort schon kennen. Was ist die Wirklichkeit, die sich in diesen Zahlen widerspiegelt, im Vergleich zu den Strukturen der Macht? Die Industrie, die regierenden Parteien, große Teile der Medien, willfährige Forscher und Institute, sie haben alle geholfen, die Tatsachen zu leugnen, zu relativieren und zu ignorieren. Das Kartell der Profiteure war so stark, dass es auf die Wirklichkeit keine Rücksicht mehr nehmen musste. Es schaffte sich seine eigene Wirklichkeit. Lange Jahre hat man den Leuten beigebracht, ihren Augen nicht mehr zu trauen und Ungerechtigkeit für Notwendigkeit zu halten und Unsinn für Vernunft. Schulen verfallen, Städte verrotten, Straßen verkommen, an den Kreuzungen klauben die Menschen Pfandflaschen aus den Mülleimern. Aber es heißt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft.
Das stimmt nur gar nicht. Wir leben in einem Ständestaat. In seiner berühmten Agenda-Rede aus dem Jahr 2003 hatte Gerhard Schröder gesagt, es darf nicht so bleiben, dass in Deutschland die Chance des Gymnasialbesuches für einen Jugendlichen aus der Oberschicht 6 bis 10 Mal so hoch ist wie für einen Jugendlichen aus einem Arbeiterhaushalt. Das war 2003. Heute sagt Sigmar Gabriel im Bundestag, dieser Sozialstaat muss alles dafür tun, damit ererbter Status nicht zum Schicksal wird. Wir wollen nicht, dass die Frage der Herkunft das Schicksal des Menschen bestimmt. Da scheint sich in der Zwischenzeit nicht so wahnsinnig viel getan zu haben und dabei war die SPD fast die ganze Zeit in der Regierung. Die sozialpolitischen Ziele dieser Politik wurden verfehlt, die wirtschaftspolitischen wurden erreicht. Die Agenda-Politik, die Schröder erfunden hat und die Merkel fortsetzt, hat Deutschlands Wirtschaft gestärkt, aber sie hat die Deutschen geschwächt. Vor ein paar Jahren hat die Bundesregierung einen ihrer Armutsberichte veröffentlicht und da konnte man sehen, wie wenig Illusionen sich die Menschen über die deutsche Wirklichkeit machten. Viel, viel weniger als die deutschen Journalisten. Als man sie nämlich nach den Gründen für Reichtum in der Gesellschaft fragte, dann nannte ein Viertel besondere Fähigkeiten oder harte Arbeit, aber eine viel größere Anzahl dagegen, nämlich 46%, führte die Herkunft an oder das soziale Netzwerk, 39%. Und die ganz Enttäuschten hielten gleich Unehrlichkeit, immerhin 30%, oder die Ungerechtigkeit des Wirtschaftssystems, 25%, für die Wurzeln des Wohlstands. Was war damals erschreckender? Der Realismus der Menschen oder ihre Passivität? Es gibt Untersuchungen, nach denen sich jeder fünfte, vielleicht sogar jeder dritte Bürger manchmal fremd in diesem eigenen Land Deutschland fühlt und auch als Fremder im öffentlichen Leben. Der Soziologe Hartmut Rosa hat vom Versagen der Politik als Resonanzsphäre gesprochen. Die Menschen haben das Gefühl, ihre Fragen verklingen ungehört. An solche Leute hat sich der AfD-Mann Björn Höcke gewendet, als er im traurigen Cottbus einmal die deutsche Vertrauensgemeinschaft beschwor. Wenn dort beim Vertrauen nicht das Problem läge, dann würde man gar nicht verstehen, was er da meinte. Das alles kommt nicht überraschend. Wenn man wissen wollte, konnte man wissen. Und wer wollte, konnte den Soziologen Wilhelm Heidmeier lesen, der zwischen den Jahren 2002 und 2012 in seiner Bielefelder Langzeitstudie Deutsche Zustände davor warnte, was aus einer Gesellschaft wird, in der sich die prekäre Teilhabe an den materiellen Gütern ausbreitet und der Mangel an politischer Partizipation und moralischer Anerkennung zunimmt. Ich empfehle Ihnen einmal jüngere Interviews mit Herrn Heidmeier, der ist inzwischen auch schon ein bisschen älter dann, zu lesen. Der hat richtig schlechte Laune. Denn er hat es schon die ganze Zeit gesagt, man hat bloß nicht auf ihn gehört. Und das ist natürlich eine ziemlich blöde Rolle, in der man sich dann wiederfindet. Er sagt, es gab und gibt einen weit verbreiteten politischen Autismus. Die prekäre Zivilität wollte man nicht wahrhaben. Auch für intelligente Wochenblätter, und ich glaube, da wissen wir, von welchem er spricht, war das nur Bielefelder Alarmismus. Nun ist jede Gesellschaft geronnene Ungerechtigkeit. Die Beschäftigten fürchten immer die Entscheidungen ihrer Vorgesetzten, aber die Vorgesetzten fürchten nicht die Entscheidungen der Beschäftigten. Das ist die Definition von Abhängigkeit. Und dieses Missverhältnis sollte im sozialen, demokratischen Rechtsstaat der Ausgangspunkt von Politik sein. Neoliberalismus zerstört diesen Zusammenhang. Der Philosoph Byung-Chul Han aus Berlin hat geschrieben, Neoliberalismus formt aus dem unterdrückten Arbeiter einen freien Unternehmer, einen Unternehmer seiner selbst. Jeder ist heute ein selbst ausbeutender Arbeiter seines eigenen Unternehmens. Han sagt, wer heute scheitere, der beschuldige sich selbst und schäme sich. Und diese Scham sei der Grund, dass keine Revolution mehr möglich sei, trotz der immer größer werdenden Schere zwischen Reich und Arm. Der Philosoph hat sich geirrt. Die Revolution hat längst begonnen, sie kommt bloß leider von rechts. Denn die Rechten sind dabei, die kulturelle Hegemonie zu gewinnen,
die den Linken entglitten ist. Wir sehen, wie sie die Grenzen des Sagbaren und auch des Machbaren verschieben. Es ist, wie Sie wissen, kriminell, Ausländerwohnheime anzuzünden, als politische Strategie ungemein erfolgreich. Und es ist total irre, die Europäische Union verlassen zu wollen, aber als politische Strategie unheimlich erfolgreich. Und es ist echt unredlich zu lügen, als politische Strategie aber unheimlich erfolgreich. Für sowas sind die Linken zu friedlich, zu nett, zu vernünftig. Die Linken machen niemandem mehr Angst. Es ist die Angst vor den Rechten, die jetzt die Politik bestimmt. Und wir werden erleben, dass sich ein politisches System nicht aus Vernunft ändert, sondern aus Angst. Wo den Abgehängten der politische Resonanzraum fehlt, bringen die rechten Bewegungen ihren Zuhörern die Welt wieder zum Klingen. Und da bin ich sozusagen am Ende meiner gedanklichen Klammer. Wäre es nicht die Aufgabe der Zeitungen gewesen, die Welt zum Klingen zu bringen? Denn wenn es ihnen um die Wahrheit geht, dann frage ich mich, warum haben die Journalisten die Wahrheit über die Lage im Land eigentlich so sträflich ignoriert? Das haben sie. Es gibt Ausnahmen, hier eine, dort eine. Es gibt kleine Zeitungen, die sich rührend bemühen. Aber die großen Blätter waren sich in den vergangenen 10, 15 Jahren bei den großen Fragen immer erstaunlich einig. Frank-Walter Steinmeier, und das ist jetzt echt kein Sponti, hat vor nicht langer Zeit einen Artikel in der FAZ geschrieben, in dem heißt es, Vielfalt ist einer der Schlüssel für die Akzeptanz von Medien. Die Leser müssen das Gefühl haben, dass sie nicht einer einzelnen Meinung ausgesetzt sind. Reicht die Vielfalt in Deutschland aus? Wenn ich morgens manchmal durch den Pressespiegel meines Hauses blättere, habe ich das Gefühl, der Meinungskorridor war schon mal breiter. Es gibt eine erstaunliche Homogenität in deutschen Redaktionen, wenn sie Informationen gewichten und einordnen. Der Konformitätsdruck in den Köpfen der Journalisten scheint mir ziemlich hoch. Das Meinungsspektrum draußen im Land ist oft erheblich breiter. Wie viele Redakteure wollen Steuersenkungen, Auslandseinsätze, Sanktionen und wie viele Leser? Zitat Ende. Das ist doch irre, dass ein Politiker die Journalisten daran erinnert, seid vielfältig und nehmt die Leser ernst. Wenn wir da schon angekommen sind, da kann ich nur sagen, wer wundert sich denn über irgendwas? Überhaupt Politiker, da gab es draußen durchaus ein paar, die hatten verstanden, wo die Probleme liegen. Die Grünen zum Beispiel bei den Wahlen 2013, erinnern Sie sich noch, da hatten sie ein Steuerkonzept, das war vorbildlich, es war präzise durchgerechnet und sah höhere Steuern für Besserverdienende vor. Es war chancenlos. Der Spiegel schrieb Raubzug mit Ansage und die Bild-Zeitung Grüner Albtraum. Das war der Tenor der großen Medien. Bloß keine Steuererhöhungen. Denn die grünen Ideen zur Steuerpolitik trafen auf eine Öffentlichkeit, auf Journalisten, die in jahrelangen, geduldigen Exerzitien das neoliberale Denken eingeübt hatten. Wichtigster Lehrsatz dieses Denkens: Das Geld der Wohlhabenden ist am besten in den Taschen der Wohlhabenden aufgehoben. Keinesfalls sollte man es für die Ausstattung von Schulen oder Kindergärten nutzen, für die Integration von Migranten, die Bezahlung von Polizisten oder Sozialarbeitern. Inzwischen haben die Grünen ihre Lektion gelernt. Selbst ein Grüner wie Anton Hofreiter, der als Linker gilt, redet dauernd von der Mitte der Gesellschaft, die man nicht belasten dürfte. Und es ist echt spannend zu gucken, was die Grünen inzwischen unter Mitte verstehen. Ein durchschnittlicher Haushalt verdient in Deutschland im Jahr 45.000 Euro. Dort liegt die Mitte. Das Steuerkonzept von 2013 sah folgerichtig höhere Belastungen für Besserverdienende ab 60.000 Euro vor, also deutlich jenseits der Mitte. Heute wollen die Grünen nur noch Single-Haushalte höher besteuern, die mehr als 100.000 Euro haben. Dazu sagt Cem Özdemir, mein Lieblingsgrüner, Mittelschicht sollten wir nicht am Rechenschieber definieren, es gibt auch eine soziokulturelle Mitte. Wo man die Mitte ansetzt, ist eben immer eine Frage der eigenen Maßstäbe.
Die Zeitungen haben das nicht anders gehandhabt, als die Grünen es jetzt tun. Sie haben sich als gute Demokraten schon um die Mitte gekümmert, aber eben um die Mitte ihrer Leser und nicht um die Mitte der Gesellschaft. Ich finde es toll, wenn man jetzt im Spiegel lesen kann, der Journalist fragt ständig, sehe ich das ganze Bild oder nur einen Ausschnitt? Höre ich die ganze Wahrheit oder höchstens die halbe? Welche Interessen haben meine Gesprächspartner? Welche Interessen habe ich selbst? Ist die Geschichte interessant? Ist sie relevant? Stimmt sie wirklich? Ich fürchte nur, die Wahrheit sieht ganz anders aus. Das ist das Problem mit dieser Öffentlichkeit, die sich für demokratisch und liberal hält. Sie ist voller Achtsamkeit für jene, die dazugehören, und verblüffend desinteressiert an allen anderen. Der Grund für dieses Phänomen stand im Entwurf des neuen Armutsberichts der Bundesregierung, bevor er daraus gelöscht wurde. Nämlich, die Wahrscheinlichkeit für eine Politikveränderung ist wesentlich höher, wenn diese Politikveränderung von einer großen Zahl von Menschen mit höherem Einkommen unterstützt wird. Politiker und Publizisten arbeiten auch in der liberalen Gesellschaft nicht für alle Menschen, sondern immer nur für ihre Klientel. Die Abgehängten gehören nicht dazu. Damit konnte man sich in der sogenannten liberalen Gesellschaft auch ganz gut einrichten, denn, wie es in einer ebenfalls gelöschten Passage des Berichts heißt, Personen mit geringerem Einkommen verzichten auf politische Partizipation, weil sie Erfahrungen machen, dass sich die Politik in ihren Entscheidungen weniger an ihnen orientiert. Das alte bürokratische Gesetz, ja, where you stand depends on where you sit, stimmt eben auch für den Journalismus. Und wo steht der Journalismus heute? Wenn Sie aber genau hinhören, dann merken Sie, dass der Ton sich gerade so ein bisschen ändert. Die Eliten werden unruhig und mit ihnen die Journalisten, denn sie gehören ja zu den Eliten. Diese verfeinerten Städter, die wir alle sind, wir Guterzogenen, ja, die emanzipierten Frauen, die gleichberechtigten Schwulen, die fürchten jetzt um ihre Freiheit. Mit Grund, denn die Gesellschaft, die der AfD vorschwebt, ist kein Gender-Seminar und auch kein Gay-Club, sondern Opis miese Muffbude aus den 50ern, in denen die Polizei den Perversen auch schon mal die Fresse poliert und es nicht häusliche Gewalt heißt, wenn ein Mann für Ordnung in seinem Haus sorgt. Die Eliten fürchten jetzt, dass die Rechten ihnen den ganzen Spaß am Kapitalismus verderben. Peter Bofinger, Ökonomieprofessor, einer der Wirtschaftsweisen, sagt, die Anhänger der AfD fühlten sich besonders stark von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abgekoppelt. Die wachsende Ungleichheit facht den Populismus an und bedroht die Welt, wie wir sie kennen. Ich fand die Formulierung super. Erst jetzt, da die Welt, wie wir sie kennen, bedroht ist, wird es den Eliten mulmig. Plötzlich kommt Einsicht von unerwarteter Seite, ausgerechnet im Economist, ja, dem Bibelanzeiger des Neoliberalismus, kann man lesen, komplizierte Finanzinstrumente haben sich an allen Kontrollinstanzen vorbeigeschummelt und die Weltwirtschaft vor die Wand gefahren. Am Ende standen steuerfinanzierte Rettungsmaßnahmen für die Banken und staatliche Kürzungen. Viele Fabrikarbeiter, die ihre Arbeit verloren haben, waren nicht in der Lage, einen anständig bezahlten Ersatz zu finden. Und im Zentralorgan des deutschen Bürgertums, also in der Zeit, stehen solche Sätze jetzt. In Umfragen sagen 70% der Deutschen, dass sie die soziale Ungleichheit als zu hoch empfinden. Immer mehr Menschen fühlen sich abgehängt. Sie haben das Gefühl, dass sie hart arbeiten, aber ihre Arbeit sich immer weniger lohnt und dass es immer schwieriger wird, ein ordentliches Auskommen zu haben. Das ist dieselbe Zeitung, die vor 5 Jahren schrieb, die Lage im Land sei so gut wie selten seit 1949. Und es ist auch dieselbe Zeitung, die noch Anfang 2015 etwas hilflos formulierte, man spürt, irgendetwas läuft schief im Land, obwohl doch alles so gut läuft. Ja, sehr viele Journalisten haben sich ein Bild gemacht, so schön, dass man davon ganz betrunken wird, so wie der Spiegel es getan hat, der geschrieben hat, das Land hat die Kurve gekriegt, Deutschland ist mehr als erfolgreich, mehr als lebenswert, es ist in diesem Sommer schlagartig sympathisch geworden, bewohnt von Menschen, die ihre Freiheit nicht bloß aushalten, sondern sich daran erfreuen. Die Leute in Deutschland sind heute anders. Das stimmte auch alles. Die Lage war gut und alles lief prächtig und Deutschland ist erfolgreich und lebenswert und alle sind ganz anders. Das gilt halt bloß nur eben für die Leser der Zeit und des Spiegels, aber nicht für alle.
Und jetzt bringt sich auch nicht das ganze Volk zu Gehör, das wäre eine neue Fiktion, das ist dann die Fiktion der Rechten. Aber es melden sich doch schon Leute zu Wort, die bislang geschwiegen haben. Die AfD hat ihnen eine Stimme gegeben. Und leider ist das keine Stimme des Fortschritts, sondern eine des Rassismus, der Menschenverachtung und der Unfreiheit. Ich habe vor vielen Jahren einmal den amerikanischen Reporter Gay Talese getroffen. Das war 2008 oder 2009, das ist also schon ein bisschen her. Und von dem Gespräch, das wir damals geführt haben, habe ich sehr, sehr profitiert. Das hat mich geradezu geprägt, vielleicht mehr als jedes andere Gespräch, was ich jemals mit einem Journalisten geführt habe. Ich lese Ihnen ein Zitat vor, was er da gesagt hat zu mir in diesem Gespräch. Er hat gesagt, im Jahr 2008 oder 2009, die Medien sind der Macht zu nahe gekommen. Der perfekte Journalist ist immer ein Fremder. Wir waren damals Fremde. Unsere Generation, die Journalisten der Nachkriegszeit, wir waren die ersten in unseren Familien, die aufs College gegangen waren. Unsere Eltern waren Einwanderer, Juden, Italiener. Wir waren neu in diesem Land und in der Sprache. Wir berichteten über eine andere Klasse, über eine höhere Klasse. Wir gehörten nicht dazu, sie schon. Wir warteten draußen, bis sie herauskamen und uns Krümel hinwarfen, Brocken. Wir haben sie nicht gehasst, wir haben sie beobachtet. Es fiel uns leicht, dagegen zu sein. Heute sind die Journalisten auf dieselben Schulen gegangen wie die Politiker. Sie kennen sich, sie kommen aus den gleichen Häusern, sie gehören zur gleichen Klasse. Sie sind befreundet. Es gibt zwischen den Medien und der Macht heute eine Verwandtschaft, die es früher nicht gab. Ein Mangel an Skeptizismus. Es geht nur noch darum, wer in die Air Force One darf. Wer bekommt einen Platz? Wir können unsere Arbeit so nicht mehr machen. Ich bin nicht zuversichtlich, dass der Journalismus sehr lernfähig ist. Denn im Moment herrscht, wenn ich mich umgucke, nur bei den Kollegen die Haltung vor, man müsse irgendwie einen Fehler im System beheben, statt anzuerkennen, dass man selber dieser Fehler ist. Nils Minkmann, ein Freund von mir, hat im Spiegel geschrieben, unsere bis eben wie selbstverständlich genossene, ererbte, offene Gesellschaft auf der Basis der universellen Menschen- und Bürgerrechte mit einem vernünftigen Sozialstaat, in der Medien und der Rechtsstaat mit Bedacht agieren und die europäische Einigung weiterentwickeln, das also, was bis gestern unser Alltag war, ist heute unsere Utopie. Nein, was bis gestern unser Alltag war, ist heute als Illusion entlarvt, aber es waren nicht die Journalisten, die diese Enthüllungsarbeit geleistet haben. Danke, dass Sie mir zugehört haben.